hier voll rein. Unsere mittlere Jalousie fährt nicht mehr runter. Ich habe mich auch geweint. Es ging halt ums Thema Mobbing und es hat mich ja halt total ergriffen. Herr Süleyman ist auch da. Was bin ich? Was bist du? Du bist das Oberopfer. Leute, das ist hier eine... Leute, das ist hier... Hoppala. Und ich bin tatsächlich so braun wie der Parkettboden. Ja, läuft bei mir. Guten Morgen. Nicht wundern. Ich habe ein Handtuch auf dem Kopf. Ja, wer hätte es gedacht? Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Es ist das erste Video, in dem ich ein Handtuch auf dem Kopf habe und das erste Video, in dem ich mal krank bin. Ihr habt es vielleicht schon gehört an meiner Stimme. Ich bin tatsächlich krank und deshalb muss ich heute mal in die Apotheke und mir was holen. Wir haben nämlich tatsächlich gar nichts da. Mein Mann und ich, wir sind sehr selten krank und wenn wir krank sind, gehen wir trotzdem auf die Arbeit. Das Los der Selbstständigen, ihr wisst Bescheid. Aber ich habe, wie gesagt, nichts zu Hause und deshalb gehe ich später mal in die Apotheke. Ich habe nämlich die letzten 3 Nächte so, so schlecht geschlafen. Ich habe die Halsschmerzen des Grauens. Und schlaf dadurch auch sehr wenig, sieht man vielleicht auch. Ich habe mir zwar ein Gesicht gemalt, weil ich mir gedacht habe, okay Heidi, das kannst du auf gar keinen Fall den Leuten antun. Die schalten sofort weg, wenn die dich sehen. Und deshalb, ja, ein bisschen ein Gesicht gemalt. Mein Mann, der ist noch auf der Arbeit. Der kommt heute etwas später. Mal schauen, was heute so ansteht. Es ist Samstag, der Lissandro hat auf jeden Fall einen Friseurtermin, der freut sich schon drauf. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert heute. Allerdings wartet schon mein bester Freund auf mich. Da steht er, mein Staubsauger. Der ruft mich schon die ganze Zeit und sagt, komm jetzt, quatsch nicht so viel. Komm, wir putzen. Ja, das mache ich jetzt. Ich bin tatsächlich so braun wie der Parkettboden. Ja, läuft bei mir. Ich würde sagen, das ist das Licht, Leute. Das ist das Licht. Ich habe nicht im Toaster geschlafen und ich habe auch nicht so viel Make-up verwendet. Schaut, wenn ich mich jetzt so ins Licht drehe, sieht das Make-up schon wieder anders aus. Ja, aber ich zeige euch jetzt nicht so viel von meinem Gesicht, weil ich bin echt fertig. So, hier ist mein Staubsauger und wir legen jetzt los. So sieht der Lassie jetzt vorher aus. Jetzt schauen wir mal, wie er danach aussieht. Ja. Trotzdem. Ja. Okay. Dann versuchen wir es. Und wie lange wird es mit der Also noch können wir es machen, ne? Also, ja. Hm. Ja. Also, das ist so, ja. Ich glaube, das ist noch schlimmer. So. Ja, ich probiere das ein Minute zu fein herstellen. Gefällt's dir? Gut. Danke dir. Gibst du mir hier? Danke dir. Und Lassie, bist du zufrieden? Ja, es ist sehr kalt. Es ist kalt am Kopf, ne? Ja, jetzt fehlen dir halt ganz viele Haare. Sieht gut aus, mein Schatz. Gefällt mir. Ja. Okay, los geht's. Jetzt geht's kurz zu DM. Auch noch ein bisschen was. Oh, das sieht voll edel aus. Wir haben jetzt auch Love. Endlich bei uns im DM. In unserem mini kleinen DM. Yay, da ist die Theke. Oh, ich freue mich voll. Aber ich habe jetzt keine Zeit zu gucken. Müssen die wichtigen Sachen gekauft werden. Das nehme ich mal mit. Mein Schwager war nämlich zu Besuch und das fand er ganz toll bei uns in der Gästetoilette. Und ich sehe bald meinen Schwager wieder. Wir besuchen die nämlich. Die wohnen sehr weit entfernt von uns. Und dann schenke ich ihm das. Freut er sich bestimmt. Dann kommt noch mein Lieblingsdeo mit. Tada!
mal kurz halten lassen? Klar. Danke. Brauche nämlich noch was hier unten. Das nehme ich jetzt noch mit. Und ich brauche noch was für die Küche. Mein Putzmittel für die Küche. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ich nehme einfach mal das mit. Das kenne ich noch nicht. Mal gucken, wie das ist. Kennt es jemand von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Da, Lassie. Oh, wir hätten einen Wagen gebraucht. Ja. Oh, mein armer Lassie. Schau mal. Du musst einfach hier rein, mein Schatz. Perfekt. Jetzt sind wir hier gerade bei den Masken. Oh mein Gott, ich liebe Masken. Wer hätte es gedacht? Die ist ganz neu. Soll ich mir die mal mitnehmen, Lassie? Guck mal. Rose Mask. Aber 4 Euro ist auch ein Wort, ne? Wahnsinn. Wir gucken mal. Die finde ich total gut. Und die liebe ich total. Und hier haben wir was ganz Neues von L'Oreal. Hey. Oh, das sieht auch voll schön aus. Schaut mal. Cool. Oh, schau mal, wie süß das aussieht, Lassie. Oh. Cool, ne? Ja. Guck mal, es gibt es auch noch in so Farben. Steht aber nichts drauf. Das gefällt mir besser. Oh, die haben wieder so schöne Sachen. Aber wir haben genug. So, also hier ist Zahnpasta. Wo ist deine? Welche magst du? Die da? Ja. Okay, dann einmal mitnehmen. Ja. Gut. Gehen wir zur Kasse? Ja. Nee. Und ein kleiner Kanister Apfelsauer. Das war's. 3,60 Euro. Ja. Hallo. Guten Morgen. Ich bräuchte bitte was für eine Grippe. 22,94 Euro. Bitte. Ah. Lassie, sein Kumpel ist gerade da. Die spielen ein bisschen Fußball. Das Wetter passt ja. Ist schon ein bisschen kalt, oder Lassie? Ja. Geht? Ja, okay. Ui. Hey. Oh, ihr seid gemein. Macht ihr das extra? Nee. Gut. Da kommen immer die ganzen Schmetterlinge dran. Das ist ein Schmetterlingsflieder-Dingens. Was weiß ich, wie das heißt. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Ah, gehen mal dahinter. Was liegt denn da? Ach, das ist von der Bella. Was ist denn überhaupt die Bella, Lassie? Ich weiß nicht, ich hab's da reingetan. Okay. Was ist hier? Ach, von Bellas Spielzeug. Eieiei. Hello, hello. Ein paar Stunden später, ich habe jetzt noch Großeinkauf gemacht. Sorry, ich hatte die Kamera zwar dabei, aber der Akku war leer. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ins Kino zu fahren mit den Kindern. Lissandro, sein Kumpel, ist ja auch noch da, der Max. Und deshalb fahren wir jetzt ins Kino, weil das Wetter einfach so ultra schlecht ist. Und es ist auch gut für die Mama, dann kann die sich nämlich ein bisschen ausholen. Ich habe nämlich 2 Tabletten vorhin genommen und irgendwie haben die mich so ein bisschen weggebeamt. Mein Mann, der fährt, logischerweise, der hat zwar keinen Bock auf Kino, aber er macht es natürlich, den Kindern zuliebe. Und wir gehen jetzt los. Die Mama, die muss halt immer parat sein, ihr wisst Bescheid. Und ja, den Einkauf habe ich dann auch weggeräumt und so weiter. Wie gesagt, die Kamera, da war der Akku leer, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und jetzt geht's ins Kino und ratet mal, in welchen Film. Ja, könnt ihr mal kurz raten? Schreibt's mal in die Kommentare, ohne dass ihr vorspult. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen. Ja, danke. Danke, Bewegungsmelder. So, also, auf geht's. Und der Staubsauger, der hat's mittlerweile hier vorgeschafft, aber... ich muss es dann noch machen, wenn ich zurück bin. Ja, ich freue mich. So, dicker, fetter Schal. Ich weiß, ich habe kein Mützengesicht. Meine Jacke ist unten im Auto. Die hole ich mir jetzt noch. Hier ist mein Schlüssel. Wir fahren nämlich mit dem Auto meines Mannes. Logischerweise, das hat ja auch mehr PS. Das würden jetzt meine Kinder sagen. Okay, also los geht's. Tschüss, Snap. Und ja, bin gespannt, ob ihr erratet, in welchen Film wir gehen. Der Süleyman. Ich sehe auch nicht gut aus, aber ich bin gar nicht gekannt. Das sieht total hot aus. Also ich bin nicht weit gekommen. Ihr seht, ich bin hier in der Chill-Out-Area von Max. Da ist der Max, der chillt in seiner Area. Und der Milan ist auch am Start und meine Nichte ist auch da. Max, du musst mir dann helfen, die Bilder vom Luki aufzuhängen. Bitte. Machst du das noch für mich? Ne? Ja, der kann es voll gut. Also der hat hier zig Löcher schon reingemacht. Ich habe schon geschimpft mit ihm. Das sind übrigens auch die Bilder von Desenio, ne? Wollt ihr kurz den Milan sehen? Ja, Milan, komm mal her. Ja,
da bist du gleich am Start, ne? Ich glaube, die Bella ist drin. Da bist du gleich am Start hier, ne? Da bist du gleich am Start, du Frecher, du. Leute, das ist hier eine Never-Ending-Story. Damit immer kommt irgendwie was dazu. Irgendwann wird es hier auch mal fertig sein. Hoffe ich. Ich hoffe es. Hier ja, sieht's aus wie die Sau, Leute. Hier ist meine schöne Nichte. Darf man dich sehen? Ja, von mir. Ich sehe scheiße aus. Das ist meine Nichte. Das war eine Bergfrüchte. Die Mama von Milan. Ja. Und wir müssen jetzt los ins Kino. Sonst kommen wir zu spät. Alles Bella. Aber die seht ihr das nächste Mal nochmal. Oh, da ist die Bella. Die seht ihr das nächste Mal, meine Nichte. Wir sind nämlich zu einem Event eingeladen, aber jetzt muss ich echt gehen. Mein Gott, schnell raus hier aus diesem Chaos. Hilfe! Okay, erste Kinoaufführung haben wir schon mal verpasst. Wir sind jetzt nochmal hierher gefahren. Wir kaufen noch ein bisschen was ein. Wir nehmen die nächste Kinoaufführung, weil wir eigentlich gedacht haben, dass noch ein bisschen Werbung läuft. Und deshalb sind wir ein bisschen später losgefahren. Das erste Kino, in dem keine Werbung läuft, Leute. Seit wann gibt's denn sowas? Naja, ist ja auch mal was Schönes, ne? Aber nicht für die Leute, die zu spät kommen. Also gut, wir kaufen jetzt noch mal ein bisschen was ein und ja, dann gehen wir ins Kino. Oh Gott, es ist kalt. Also wir sind wieder da vom Einkaufen. Ich habe jetzt für meine Schwiegereltern noch was fürs Grab gekauft. Und ein Grablicht, das elektrisch ist. Für eine ganz, ganz Liebe, die leider im Straßenverkehr umgekommen ist. Und das werde ich ihr dann an ihre Unfallstelle stellen. Der November ist ja der Monat der Toten, ganz speziell. Es ist nicht so, dass wir während des Jahres nicht an unsere Verstorbenen denken, gar nicht, aber da halt nochmal speziell. Und da gehen wir dann auch hin, fahren wir hin, besuchen quasi die Stelle, weil es recht weit weg ist. Okay, also jetzt geht's aber wirklich ins Kino. Moment, ich muss mich noch anschneiden. Neuer Tag, neues Glück, da bin ich wieder. Wir haben uns jetzt gestern gar nicht mehr gemeldet, es war super spät, bis wir zu Hause angekommen sind und mir ging es dann leider vom Hals her nicht so gut. Vielleicht könnt ihr es noch ein bisschen hören, also ich wollte meine Stimme schonen. Es war schon eine gute Idee, dass wir ins Kino gefahren sind. Der Film war total lustig. Ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilern, aber ich habe mich am Ende so kaputt gelacht. Allerdings habe ich auch geweint während des Films. Okay, ich bin eine kleine Heulsuse, ich gebe es zu. Es ging halt ums Thema Mobbing und es hat mich ja total ergriffen, als sie da in der Turnhalle waren, und es war echt irgendwie richtig schön. Mein Mann fand den Film nicht so toll, gebe ich auch zu. Wie immer, genau, das sagt er nämlich immer, wenn wir einen Film mit Elias Mbarek schauen. Aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ich glaube, Männer sind da noch so ein bisschen anders. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie eure Männer so sind, was die Filme betrifft. Also wenn ihr einen Film zusammenschaut, was dann die Männer so sagen. Habt ihr da immer denselben Geschmack oder sagt ihr, nee, der motzt da auch immer rum oder findet das total doof? So wie wir vielleicht auch die Filme von den Männern doof finden. Also ich meistens seine Filme. Jedenfalls war der Film echt schön. Oder Lassie, hat er dir gefallen? Ja. War auch schön, dass dein Kumpel mit dabei war, ne? Hattet ihr einen schönen Mittag? Ja, genau. Oh, ich merke es schon wieder voll im Hals. Sorry wegen meiner Stimme. Ich habe hier auch noch zwei Pakete, die ich euch gerne zeigen wollte. Sorry, die Sonne ballert hier voll rein. Unsere mittlere Jalousie fährt nicht mehr runter. Ich habe den Handwerker schon angerufen, aber der lässt sich ein bisschen Zeit. So, ich stelle mich mal so hin. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Ja, also, ich wollte euch noch kurz die Bilder zeigen, die ich mir aussuchen durfte bei Desenio. Es ist keine bezahlte Produktplatzierung hier. Sonst hätte ich es euch ja eingeblendet. Wie gesagt, ich durfte mir da was aussuchen, also einen Teil, nicht alles. Und das zeige ich euch jetzt. Vor allen Dingen die Bilder hier hinten haben euch ja super gut gefallen. Da haben mich viele danach gefragt. Unten in Max Chillout Area, die waren auch zum Beispiel von Desenio, die haben euch ja auch gut gefallen. Ich habe dazu einen Rabattcode für euch. Also wenn ihr Lust habt, dort mal vorbeizuschauen, dann wendet gerne meinen Rabattcode an, dann könnt ihr Geld sparen. Ich werde nicht am Verkauf beteiligt. Ich möchte es nur noch mal ganz kurz dazu sagen. Ja, und hier im Hintergrund könnt ihr jetzt die Bilder schon sehen. Einmal die Ballerina. Dann habe ich hier noch dieses I love you to the moon and back. Das hat ja der Luki auch unten noch in seinem Zimmer. Zeige ich euch auch gleich. Das haben wir tatsächlich in unseren Eheringen stehen. Und hier habe ich noch dieses Love. Und eben, wie gesagt, diese Ballerina. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam runter, dann kann ich euch noch die Bilder in Lukis Zimmer zeigen. So, nicht wundern, die Jalousie fährt gerade hoch da drüben, dass es hier so ein Schatten ist. Also das sind die Bilder. Ich habe sie jetzt einfach mal hier hingestellt, damit ihr das besser sehen könnt. Ich wollte die dann hier an diese Wand hängen. Hier seht ihr mal den Unterschied, weiß und grau. Ich habe da auch schon eine bestimmte Vorstellung, aber ich kann das jetzt nicht einfach mal so zack, zack machen. Da brauche ich schon ein bisschen Zeit. Die Bilder zeige ich euch trotzdem schon mal und wenn wir dann komplett fertig sind, kann ich ja mal eine Roomtour dann abfilmen, wenn es komplett fertig ist. Der Luki bekommt nämlich noch ein neues Bett und eine neue Matratze, aber wie gesagt,
das wird noch ein bisschen dauern. Also hier haben wir jetzt nochmal I love you to the moon and back. Dann dieses schöne Bild, die Giraffe hatte ich euch ja schon gezeigt und das ist Mlookie sein Favorite. Also das könnte man jetzt so aufhängen an die Wand oder eben so. Da muss ich dann mal gucken, wie wir es machen. Ja, soweit erstmal von Lookies Bildern und wir gehen jetzt nochmal gemeinsam hoch. So ihr Lieben, ich wollte mich noch kurz von euch verabschieden. Wir werden jetzt definitiv backen, auch wenn draußen die Sonne scheint jetzt plötzlich. Also vor 5 Minuten hat es noch geregnet und es war total düster und wir lassen uns jetzt die Freude am Backen nicht nehmen. Ich wollte noch Tschüss sagen, aber ich merke gerade, dass ich total vergessen habe, euch wie versprochen noch die Pakete hier zu zeigen. Und zwar habe ich zum einen von L'Oreal dieses Paketchen hier bekommen. Ganz, ganz viele Lip Liner sind hier mit dabei. Ich kann die alle gar nicht verwenden, meine Lieben. Und ihr wisst, ich teile unglaublich gerne. Deshalb geht hier wieder auch ein Teil an euch. Genauso wie von dem Catrice-Paket. Da habe ich allerdings noch nichts gestartet, also noch keine Verlosung. Macht euch keine Sorgen, da mache ich euch ein schönes Paketchen zurecht. Dann habe ich hier diese neuen Lip Paint. Lecker in diesen Farben, eben passend für Halloween bzw. für die Zeit. Hier habe ich noch 2 Augenprodukte. Ich merke so langsam, wie sich meine Stimme verabschiedet. Und hier habe ich jetzt noch eine neue Kette von meinen Produkten. Da habe ich mich total gefreut, als ich die im Briefkasten hatte, weil ich da echt total hohes Fieber hatte und da habe ich mich so drüber gefreut. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Zum einen, weil sie natürlich wunderschön ist und dann zum anderen auch, weil meine Kleeblattfamilie jetzt wächst. Diese Kette, die habe ich ja wirklich schon sehr lange. Das habe ich auch schon beides getragen und hier habe ich noch das Armkettchen dazu. Also richtig schön. Ich habe ja auch die Ohrringe. Es gefällt mir halt wahnsinnig gut. Bei meinem Punkt habe ich ja auch noch einen Rabattcode für euch. Rossella mir 17 nennt er sich. Da könnt ihr eben auch Geld sparen. Ja, und die passenden Ohrringe, die habe ich ja auch an hier von meiner Kleeblattfamilie. Ich freue mich voll. Da habe ich mich echt gefreut, als das Paket ankam. Oh mein Gott, ich habe das so gefeiert. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht so fit war. Okay, meine Lieben, also wir backen jetzt. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich glaube, der ist wieder recht lang geworden. Sorry dafür. Könnt mir das ja auch gerne mal schreiben, ob ihr eher lange Vlogs mögt oder eher kürzere. Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Oder ich mache eine Abstimmung. Genau, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da oder da, jetzt bin ich mir nicht sicher. Okay, also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!